Hier ist das FFB Live Studio des Sozialforums AMPA, eine Initiative für gerechte Sozialordnung, Demokratie, Frieden und Ökologie. Ich bin Jürgen Zehetbauer. Wir stellen heute das Projekt Stolpersteine vor, das europaweit auf Resonanz stößt und auch in unserer Nachbarstadt Dachau verwirklicht wurde. In München eher kontrovers diskutiert wird. Zu Gast haben wir heute Michael Schrodi. Er ist Gemeinderat, SPD-Gemeinderat in Grünzell. Die dort Legung eines Steins für den in der Nazizeit ermordeten Mitbürger Kurt Schröter beantragt hat. Er wird das Stolpersteinprojekt vorstellen und erzählen, was aus seinem Antrag wurde. Zu Gast haben wir außerdem Roman Kovar, den jüdischen Verleger des Tagebuchs von Kurt Schröter. Er wird es vorstellen und darüber hinaus zur Ablehnung des Stolpersteinprojekts in der Landeshauptstadt München sowie in Grünzell stimmen werden. Danach führten wir ein offenes Gespräch über würdiges Gedenken zur Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, Zigeunern und politisch Verfolgten. Circa 16.45 Uhr werden wir schließen für heute. Und jetzt, Herr Schrodi, bitte. Ja, ich wurde zunächst einmal gebeten, über das Projekt der Stolpersteine ein bisschen was zu sagen, wie ich überhaupt darauf kam, dieses Projekt, dieses besondere Gedenken hier in Grünzell für Kurt Schröter vorzuschlagen. Nicht allen ist ja bekannt, was es mit diesem Projekt Stolpersteine auf sich hat. Das geht zurück auf den Künstler, einen Künstler namens Demnig aus Köln, der bereits 1990 zum 50. Jahrestag der Deportation von 1000 Roma und Sinti aus Köln eine Aktion gemacht hat zum Gedenken an diese Deportation. Und das hat sich im Laufe der Zeit erweitert und ausgedehnt auf alle verfolgten Gruppen, die in der NS-Zeit eben durch die Nationalsozialisten verfolgt wurden. Also ein Gedenken an Gewerkschafter, Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden, Euthanasieopfer, Homosexuelle. Und es hat sich daraus eben entwickelt ein europaweites Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Diese Stolpersteine werden dabei in den Boden eingelassen, dort wo der letzte offizielle Wohnort dieser Opfer war. Und im Jahr 1997 konnte der erste offizielle, vorher sind die so privat und eigentlich nicht offiziell genehmigt, verlegt worden, 1997 zum ersten Mal offiziell verlegt in St. Georgen bei Salzburg, also nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Und im Jahr 2000 ist dann der erste Stolperstein in Deutschland auch offiziell genehmigt verlegt worden, in der Stadt Köln, woher der Herr Demnig ja auch kommt. Die Intention, die hinter diesem Projekt steckt und die ja jetzt, wie schon erwähnt, europaweite Dimensionen angenommen hat, ist, die Tatorte zu markieren, wo überall nationalsozialistische Verbrechen stattgefunden haben und daran zu erinnern. Und zwar dezentral, überall dort, wo Menschen heute gar nicht vermuten würden, dass auch hier Opfer der NS-Zeit gelebt haben, dass man überall, also über diese Vergangenheit stolpert, und da kommen wir nochmal zum anderen, das heißt immer Stolpersteine, damit ist kein direktes Stolpern gemeint, das sind flach in den Boden eingelegte Steine, sondern es ist, Herr Demnig zitierte immer gern einen Schüler, der mal gefragt wurde, ob man dann also wirklich stolpern würde, der hat da das recherchiert und hat da mitgearbeitet an der Verlegung eines Steins, der hat gesagt, nein, man stolpert nicht und fällt hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen, man soll also erinnert werden an diese dunkle Zeit, an die NS-Vergangenheit und die Millionen von Opfern, die diese Zeit gefordert hat. Um noch eins zu erwähnen, vielleicht kommen wir da später ja nochmal drauf, wenn wir auf Grünzell kommen, es arbeiten bei der Recherche zu solchen Steinen
unter anderem auch die Datenbank der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem mit. Also es ist auch so, dass von offizieller jüdischer Seite auch es eine Unterstützung für dieses Projekt gibt. Es sagt sogar diese Holocaust-Gedenkstätte in einem Brief an den Künstler, ich darf zitieren aus einem SZ-Artikel, dort wurde das Ganze als ein wonderful project, als ein wunderbares Projekt bezeichnet. In Gründenzell hast du ja jetzt den Antrag im Gemeinderat gestellt, so einen Stolperstein zu installieren für den früheren Mitbürger Kurt Schröter. Ja. Wie ist das jetzt im Gemeinderat angekommen? Ja, im Gemeinderat ist es nicht wirklich gut angekommen. Es ist übrigens seit Jahren eine Debatte zum Thema Kurt Schröter. Es ist ja nichts Neues. Kurt Schröter ist ein Gründenzeller Mitbürger jüdischen Glaubens gewesen, der 1944 in einem Konzentrationslager umgebracht wurde. Er ist in den 20er Jahren nach Gröbenzell gezogen und musste dann in den 30er Jahren aufgrund der Rassegesetze erstmal seine Arbeit aufgeben. Er war Musiklehrer und ist dann nach Amsterdam gezogen, ist in Amsterdam dann hat im Ghetto gelebt und ist dann nach der Nebelaktion zuerst mal dort in ein Konzentrationslager verschleppt worden und dann mit einem der ersten Transporte dann nach Auschwitz gekommen und ist auch dort dann Nein, ich wollte nur sagen, was Sie sagten, es ist wichtig zu sagen, er lebte in einer Mischehe. Ja. Seine Frau war eine Jüdin und auch sie war eine Deutsche und um sie nicht auch zu gefährden, hat er natürlich dann die Ehe verlassen und ist nach in die Niederlande, nach Amsterdam gegangen, wo er sich eben versteckt hat und im Verborgenen lebte. Also das wollte ich jetzt nur sagen, dass er eben seine Ehefrau verließ, damit er auch hier die Familie nicht gefährdet. So. In Gröbenzell ist es deswegen schon öfters Thema gewesen, weil zum ersten Mal, als es darum ging, eine Gröbenzeller Schule, die nach einem Mitglied der NSDAP benannt wurde, umzubenennen, damals gab es schon mal einen Antrag, sowohl die Straße als auch die Schule umzubenennen. Und es gab einen Antrag damals der SPD-Fraktion, die Kurt-Schröter-Straße umzubenennen. Und es gibt ja auch dieses wirklich wunderbare Buch über und von Kurt Schröter, damals recherchiert von Kurt Lehnstedt, einem Sozialdemokraten, der dem zu verdanken ist, dass es dieses Buch gibt über Kurt Schröter. Auch da hat die sozialdemokratische Gemeinderatsfraktion schon einen Antrag gestellt, dass wir als Gemeinde auch dieses Buch auflegen sollen. Auch das ist bis heute immer wieder ein Antrag gestellt, leider nicht realisiert. Fürstenfeldbruck hat jetzt gerade ein Buch zur NS-Zeit herausgegeben. Wir denken, dass es auch hier in Gröbenzell notwendig wäre, ein Zeichen zu setzen. Ich will Sie unterbrechen, weil ich muss das sagen, dass das Buch ist 1993 erschienen, bis heute 17 Jahre. Wissen Sie, wie viele Exemplare der Verlag verkauft hat? Sage und schreibe 288 oder 289 Exemplare. Das möchte ich wirklich dazu betonen. Insofern, dieser Vorschlag, den Sie jetzt erwähnt haben, wäre ja großartig. Wir hoffen weiterhin, dass wir mehr Unterstützung bekommen. Konkret zu dem Antrag. Der Antrag wurde von allen Fraktionen abgelehnt im Gemeinderat. Aber nicht von allen. Es wurde bis auf die SPD-Fraktion, haben alle anderen Fraktionen abgelehnt. Also von der CSU über die Grünen, über die UWG-Fraktion Freiwähler ist dieser Antrag leider abgelehnt worden. Die einzige Begründung, die wir bekommen haben, war, dass man die Autorität von der Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Frau Knobloch, doch würdigen müsste und die hat sich gegen dieses Gedenken ausgesprochen. Leider ist der Gemeinderat diesem einen Argument gefolgt und hat dieses Gedenken abgelehnt.
Da sei aber auch erwähnt, dass der stellvertretende Vorsitzende des Zentralrats Juden in Deutschland dieser Aktion Stolpersteine sehr positiv gegenübersteht und wie er vorher schon erwähnt, auch Yad Vashem und andere Organisationen dem positiv gegenüberstehen. Ich darf an der Stelle noch erwähnen, weil ich nochmal auf die Homepage geschaut habe, welche Preise Herr Demnig für die Aktion schon bekommen hat. Das geht im Jahr 2005 los, die German Jewish History Obermeier Awards haben ihn ausgezeichnet. Es gab vom Innenminister Schäuble, also ein Kollege eigentlich der Unionskollegen im Gemeinderat, die den Preis Botschafter für Demokratie und Toleranz im Jahr 2008, im Jahr 2005 sogar auch das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Köhler. Also er wird insgesamt anerkannt, deutschlandweit, europaweit ist ein anerkanntes Projekt, über 400 Standorte in Deutschland, über 22.000 Stolpersteine in Europa sprechen da eine deutliche Sprache. Ich denke mal, wenn der 22.001. dann in Gröbenzell verlegt werden würde, wäre das eine schöne Sache. Das hoffe ich. Da muss ich jetzt nachfragen, wie in Deutschland sind also am wenigsten diese Stolpersteine installiert. Nein, das sind an 400 Orten, in 400 Städten und Gemeinden sind etwa 17.000 Stolpersteine verlegt. Es gibt also Städte, größere Städte wie Berlin beispielsweise, auch in München gibt es ja nicht von offizieller Seite her, aber es gibt ja auch auf Privatgrundstücken. Und in Köln. In Köln sehr natürlich viele. Sehr viele. Also es gibt an verschiedensten Orten, gibt es diese Stolpersteine und oftmals, beispielsweise in der Stadt Halle, kam auch die Oberbürgermeisterin zur Verlegung, also oftmals auch mit Unterstützung der offiziellen Gremien. In Freiburg hat der Stadtrat sich einstimmig dafür ausgesprochen. Also es geht an anderer Stelle, aber es ist immer wieder in Deutschland zu bemerken, dass wenn es Gegner dieses Projekts gibt, sie sich auf die Frau Knobloch berufen und damit versuchen durch dieses Totschlagargument, wenn Frau Knobloch das sagt, dann können wir doch da nicht entgegenhandeln, versucht diese Projekte abzuwürgen. Ich glaube, das sind Sie auch nochmal eine weitere Autorität, die das dann nochmal widerlegen kann als Mitglied der Kultusgemeinde München auch, dass das eine sehr differenzierte Meinung es gibt innerhalb der Kultusgemeinden und viele Kultusgemeinden in Deutschland und auch Mitglieder des Zentralrats der Jugend in Deutschland eben sich für die Stolpersteine aussprechen. Es geht da um ein Gedenken, das dezentral ist, dass das größte weltweit dezentrale Mahnmal ist, weltweit, eine Institution inzwischen in Europa und ich denke mal, man muss nicht daran zweifeln, dass es eine sinnvolle, auf eine sinnvolle Weise hier den Opfern des Nationalsozialismus gedacht wird. Wie kann das jetzt weitergehen in Gründzeit? Also wir haben es nicht aufgegeben. Ja, wir kämpfen da schon. Wir kämpfen da schon seit einiger Zeit. Also ich habe ja schon erwähnt, das Thema Kurt Schröter geht schon eine ganze Weile. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Wir wollen eine Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung machen, wo wir mal noch einmal das Thema Stolpersteine, die Aktion Stolpersteine vorstellen wollen und auch noch mal über die Person Kurt Schröter und warum man Kurt Schröter und diese Stolpersteine zusammenbringt und Gründzell, warum es sinnvoll ist, wollen wir durchführen. Ich habe dazu gestern die Frau Frank, das ist die Organisatorin dieser Stolpersteine, kontaktiert. Ich erwarte dann noch auf eine Antwort. Wir haben ja jetzt auch schon erste Kontakte geknüpft. Wir wollen auf jeden Fall eine Veranstaltung machen und dann natürlich nochmal einen Antrag in den Gemeinderat einbringen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, die da umdenken und man sollte allen ja mal eine zweite Chance geben und ihr Abstimmungsverhalten noch einmal zu überdenken. Wäre das ein Grund, dass in Gründzell sich eine andere Meinung bildet, wenn zum Beispiel München offiziell Stolpersteine kommen? Ich weiß nicht, ob es sich nur auf München beziehen müsste. Es gibt ja viele Städte in Deutschland, die diese Aktionen schon durchführen und die unterstützen.
Man beruft sich natürlich immer auf München. Es wird gerade ja auch wieder, auch im Jahr 2009, kontrovers diskutiert. Es haben sich jetzt Fraktionen dafür ausgesprochen, dass man, also auch in München, die Stolpersteine offizieller verlegen lassen sollte. Natürlich schaut man auf München. Es gibt da auch Argumente, die angeführt werden, die in größeren Städten dagegen sprechen würde. Dem kann ich mich nicht ganz anschließen. Ich würde mich aus meiner Perspektive freuen, wenn München da auch den Schritt gehen würde und es einen Stadtratsbeschluss gäbe, der auch in München Stolpersteine von offizieller Seite her verlegen lassen würde. Aber jetzt muss ich doch das anbringen. Mir ist bekannt, dass die Argumente von der Frau Knobloch sind doch vor allen Dingen, dass ein Stolperstein mit Füßen getreten wird, dass der beschmutzt wird und dass eventuell auch ein Hund dieses Mahnmal beschmutzen kann. Was spricht jetzt oder was sind jetzt die Argumente dagegen? Eins habe ich ja schon mal erwähnt, es geht ja, ein weiteres Argument ist ja das, es gäbe einen alten jüdischen Spruch, der würde heißen, wenn man früher gestolpert ist, hat man gesagt, da liegt der Jud, also ein antisemitischer Spruch und man würde jetzt mit Stolpersteinen an das auch wieder erinnern. Das sind ja die zwei großen Argumente. Das eine ist ja gesagt, es geht da nicht um ein reales Stolpern, sondern es geht um das Stolpern eben mit Kopf und Herz, man soll daran erinnert werden und das andere ist natürlich, wenn es um das geht, dürfte man kein einziges Mahnmal, keine einzige Statue mehr aufstellen, denn ich überall passiert... Beethoven in Bonn, wissen Sie, da pinkeln Hunde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat kein Mensch hat sich mal hier aufgeregt, nicht? Darüber, oder dass auf Skulpturen die Tauben sich verewigen. Also das passiert überall, da dürfte man kein einziges Mahnmal oder Standbild mehr aufstellen. So. Sie haben ja vorher richtig gesagt, auf Päpste wird dann auch die Notdurft berichtet aus der Luft von Vögeln. Also wenn es nach dem geht, man versucht über diese relativ verkopfte Argumentation, diese Aktion zu verhindern und sehr krampfhaft es zu verhindern. Ich halte davon relativ wenig und die Argumentation geht meines Erachtens ein wenig ins Leere. Also zu der Frau Knobloch, da würde ich gerne etwas nur sagen, weil ich respektiere Ihre Meinung, weil das ist, sagen wir, Ihre subjektive Empfindung. Wenn sie sagt, sie assoziiert es mit Erinnerung, dass Juden getreten wurden und so weiter, aber das ist eine einzelne Person, die so empfindet, das nehme ich ernst. Aber ich nehme nicht ernst. Ich kann Ihnen nur sagen, als ich das erste Mal vor 5 Jahren, am Sonntagnachmittag durch Köln spazierte und plötzlich entdeckte einen Stolperstein, dann als erstes, das möchte ich auch sagen, was ich assoziiert habe oder wie ich empfunden habe. Ich habe aus meiner Tasche meine Kippa auf den Kopf gesetzt, habe ein Schmeißroel, habe ich ein Kaddischgebet, habe ich ein Totengebet für die Opfer gesprochen. Dazu regte es mich an. Und ich habe, und deshalb habe ich das hier, das will ich Ihnen zeigen, ich habe mir diese Stolpersteine in mein Handy aufgenommen. Und das kann ich sogar auch in die Kamera zeigen. Und ich habe zum Beispiel damals den Charlie Cohn nach Madrid sofort die Bilder geschickt. Er hat damit dort eine Veranstaltung gemacht. Er hat eine Vortragsreihe gemacht. So dass man sieht, die Stolpersteine haben ja ganz andere Wirkungen. Und ich hätte gern, dass auch diese Reaktion eine gleichwertige ist, wie zum Beispiel die von Frau Knobloch. Das muss man sich anhören, beide ernst nehmen. Das ist wirklich, mich berührt das sehr. Noch dazu, weil ich stolz bin, dass ich jetzt so ein Buch im Verlagsprogramm habe, obwohl nicht mal 300 Stück verkauft wurden. Ralf Giordano, so eine Persönlichkeit, will ich Ihnen mal vorlesen, hat über das Buch, über diese Tagebuchaufzeichnungen
in seinem Vorwort Folgendes geschrieben. Die Literatur über den Nationalsozialismus hat größere Geister bewegt als diesen, hat historisch tiefer geschürft, brillantere Autoren hervorgebracht und überzeugende analysiert, was jedoch die Schilderung des unmittelbar Erlebten, der persönlichen Reflexion anbetrifft, so dürfte sich dieses Tagebuch von keiner anderen Schrift übertreffen lassen. Ihre Kraft liegt in der Fähigkeit des Schreibers, im Schatten einer allgegenwärtigen Todesdrohung die Sprache nicht verloren zu haben. Ich könnte nur jeden Menschen, ich meine jetzt aus Gröbenzell, Landkreis Fürstenfeldbruck, dieses Buch, die Gedanken vom Herrn Schröter, wirklich ans Herz legen. Er hat das Buch verfasst für seine Frau und für seine Familie. Er spürte, er schreibt in seinem Buch, spürte, dass er bald geschnappt wird. Er hatte so eine Vorahnung. Und tatsächlich hat er dafür gesorgt, dass dieses Tagebuch weitergegeben wurde, damit es seine Frau später in die Hände gedrückt wird, und zwei Tage später ist er verhaftet worden. Das ist ihm gelungen, aber was fatal ist, seine Frau, als sie das Buch bekommen hat, hat es nicht geöffnet. Und erst die Tochter fand es 1990 oder wann im Nachlass, als ihre Mutter gestorben ist, dann wurde es dieses Tagebuch entdeckt. Und das ist wirklich, ich muss sagen, er hat das zwar für seine Frau geschrieben, aber das ist für, nicht nur für die Gröbenzeller, nicht nur für die Drucker, das ist ja für die Welt bestimmt. Ja, im Rahmen dieser Diskussion um die Stolpersteine ist erneut von meiner Seite das Buch ins Gespräch gebracht worden, und ich habe dann auch erwähnt, dass es wünschenswert wäre, dass dieses Buch nun endlich durch die Gemeinde Gröbenzell auch gefördert, herausgegeben, an die Schulen, die Bibliothek gebracht wird, um mit ihm auch arbeiten zu können, um das Gedenken auch hier an den Schulen beispielsweise lebendig zu halten. Man kann die lapidare Antwort, wünschenswert wäre vieles. Und auf die fiskalische Problematik der Gemeinde verwiesen. Und das ist auch eine Argumentation, mit der ich mich nur schwer abgeben kann. Denn es heißt seit Jahren, dass man aufgrund der Finanzsituation dies und jenes nicht kann. Und man vertröstet immer auf bessere Zeiten. Es gibt keine besseren Zeiten, um so ein Buch aufzulegen. Wenn man den Willen hat, an diese Zeit zu gedenken, dann muss es uns auch das wert sein, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Und es ist da offen gestanden für mich als nicht nur angehend und bin ja schon Geschichtslehrer, aber ist dann auch fertigen Geschichtslehrer, teilweise beschämend, wie mit der Geschichte umgegangen wird. Ich kann da nur auch nach etlichen Jahren nach Dachau verweisen. Da habe ich ein Jahr lang, war ich an einer Schule, die Stadt hat sich jahrelang gewehrt gegen ihr Image als Stadt des Konzentrationslagers Dachau, aber da ist es nach hartem Kampf gelungen, ein, ich denke mal, insgesamt würdiges Gedenken nun zu etablieren. In Gröbenzell hoffe ich, dauert es nicht mehr allzu lange, aber was ich dann schon an der Zeit auch erwähnen muss, man merkt auch in Gröbenzell, wenn man das Mahnmal, das jetzt bestehende Mahnmal in Gröbenzell anschaut, wo es steht, wie dezentral an einer dicht befahrenen Straße, kein Mensch nimmt es wahr, steht dann relativ allgemein drauf für alle Opfer der NS-Barbarei und Opfer aller Gewalt, also auch wieder so eine Vermengung. Auch da muss man sich überlegen, wie kann man wirklich die Singularität, genau. Um das geht es nämlich, man versucht immer eine Vermischung, eine Relativierung. Ich finde gerade in den letzten Jahren eine gewisse Relativierung auch wieder der NS-Zeit, dem entgegenwirken, indem man sagt, es gibt die Singularität dieses Verbrechens,
Dazu gehört auch die Darstellung, dass es singulär ist. Und man sieht auch an solchen Mahnmalen, wie die Menschen in unserer Zeit heute zu dem Thema stehen. Und wir brauchen ein deutlicheres Gedenken weiterhin an diese Zeit, weil das erinnert uns immer dieses Nie wieder, wie wir vorher gesagt haben, dass ein Nie wieder heute auch noch gilt und es uns wäre den Anfängen. Aber jetzt muss ich Ihnen kurz was dazu sagen. Das ist offensichtlich, das, was Sie jetzt schildern, dass die Politiker in Gröbenzell eine ablehnende Haltung mit der fiskalischen Argumentation, in dem Sinne, man hat nicht das Geld. Das wäre wünschenswert. Ich will nur dazu was anmerken. Ich habe 1990, also 89, ein Buch verlegt von einem amerikanischen Autor, der aus Warschau stammte, ein Jude, Israel Bernbaum. Und dieses Buch bekam den Deutschen Jugendliteraturpreis. Es ist der höchste deutsche Literaturpreis, da ein Staatspreis. Ich habe ihm versprochen, ich werde es in die Schulen bringen. Das ist ein großartiges Buch über das Warschauer Ghetto. Stellen Sie sich vor, bis zu 1997, ich habe immer in 2-3 Jahren Abständen die Kultusminister der Länder angeschrieben, alle Kultusminister in der ganzen Bundesrepublik. Überall kam genau diese gleiche Antwort. Es ist ein großartiges Buch, ja, das wussten wir schon vorher, denn sonst würde nicht die Bundesregierung es ihm einen Preis verleihen. Aber wir haben keine Mittel. Also man hat kein Geld für die Bildung, man hat kein Geld, gerade auf diesem Sektor der Geschichte. Ja? So, es ist mir bis heute nicht gelungen. Das muss ich jetzt noch dazu sagen, weil das sind, seitdem sind schon eigentlich 20, das Buch ist 1990 mit dem Preis geehrt worden. In 20 Jahren ist es mir nicht gelungen, das Buch in die Schulen zu bringen. Und ich habe es geschafft, für die zweite Auflage ein Vorwort vom Papst zu bekommen, vom Wojtyla, von dem polnischen Papst. Und zuerst hat abgelehnt die Konferenz da, das heißt die Nunziatur, der hat das gar nicht erfahren. Aber als er das Buch in der Bibliothek fand, hat er mir seinen Brief an die polnischen Bischöfe gegeben, um es als Vorwort zu platzieren. Ich dachte, Bayern ist katholisch, jetzt werde ich dieses Buch tatsächlich in die Schulen bringen. Und wissen Sie was, das will ich nur kurz sagen, damit man denn diese Ausmaße hat. Ich habe 4000 bayerische Schulen angeschrieben, ich will nicht die Kosten zählen, bunte Postkarten mit dem Titel, ein Angebot, jede Schule, ein Klassensatz, wo das dann so rumgeht mit 25 Stück. Und ich habe bekommen 18 Antworten von 4000 Schulen. Da wurde die Zahl 25 durchgestrichen, dann hat der Rektor eine 1 geschrieben. Also ich habe über 10.000 D-Mark ausgegeben, damit dieses Buch endlich in die Schulen Eingang findet, und verkaufte 18 Exemplare. Das will ich nur sagen, weil Sie das jetzt so gut erzählt haben, dass man sieht, das scheint eine allgemeine Haltung oder Einstellung diesen Dingen gegenüber. Und deshalb unterstütze ich sehr, wie ich kann. Ich muss noch etwas ergänzen, was Sie haben vorher gesagt, ich bin zwar jüdisch, religiös, fromm, aber ich bin nicht Mitglied der Münchner jüdischen Gemeinde, aber ich bin dort aktiv, ich halte für die Gemeinde Vorträge und so weiter. Und ich lebe jetzt in der Nähe von Bonn, ich bin also im Rheinland nach 43 Jahren in Bayern, und deshalb wollte ich das jetzt nur damit klarstellen, weil es ist wichtig. Mir kam noch ein Gedanke, du hast gerade vorhin gesagt, dass ein Mahnmal in Gröbenzell so schlecht platziert ist. In Fürstenfeldbruck fällt mir dabei ein, das Todesmarsch-Mahnmal, das ist ja mit der schlechteste Platz in Fürstenfeldbruck. Also man sieht, dass sich Gemeinden oder Kommunen nicht leicht tun mit sowas, sondern
irgendwo. Das ist ein, was Sie kennen, Sie es? Ich habe das Gefühl, die Leute sagen, das ist ein Schandfleck unserer Geschichte, ja, das ist, und das wollen die zudecken, wollen sie nicht erinnert werden, wollen nicht zeigen, statt sich zu bekennen und sagen, im Gegenteil, durch unser Handeln, eigentlich kennt man das, wenn man sagt, wenn man darauf hinweist, so war das. Aber das ist das Zudecken. Ich habe so den Eindruck, ich bin natürlich da vielleicht jetzt, ich würde sagen, zu sehr involviert, aber selbst das, was Sie erzählt haben, dass so viele Leute sich anschließen, eine Meinung, eine ernstzunehmende Meinung, was Frau Knobloch denkt, sie fühlt das. Aber alle können, ich fühle ganz anders. Ich empfinde, wissen Sie was, wenn es nach mir ginge, ich fände das wunderbar, wenn man für 6 Millionen Juden eine Straße macht, die Kaufmännerstraße, und die besteht nur aus Stolpersteinen, dass die Leute sehen, was gewesen ist. Und das muss man sich dazu bekennen und zeigen. Aber wenn alle sagen, nein und nein, das dürfen wir nicht, dann sieht das so aus, das kommt denen entgegen, man will nicht an diese Sachen erinnern, man will es zudecken, und das man will meistens, erinnern muss man. Man wählt meistens einen Mittelweg, der da heißt, mal ja, aber dann vielleicht so versteckt oder so, dass es dann doch nicht, also dieses Zwischending ist in Grünenzell auch so, im Volksmund heißt dieses mal der Rost vor der Post, weil es wirklich, also abgelegen vor der Post, da kann man immer direkt hingehen, es ist also dezentral, wir haben öfters mal schon beantragt, dass man das zentral an der Ortsmitte, da in jedes Rathaus und so weiter, wo eben das auch hingehört, wo das Zentrum Grünenzell auch ist, hat bisher nicht geklappt, auch das sind langwierige Kämpfe. Aber um vielleicht einen Aspekt noch aufzunehmen, den ich für ganz interessant halte, weil ich eben da in Dachau jetzt ein Jahr lang war, man hat dort gelernt, dass es nicht negativ sein muss, wenn man mit dem Thema Konzentrationslager oder in Zusammenhang genannt wird weltweit, das kann man gar nicht verhindern, sondern wenn man offensiv umgeht und sagt, natürlich, wir sind die Stadt des Konzentrationslagers, aber wir haben daraus gelernt, gehen wir offensiv um und sagen, wehret den Anfängen, genau. Wir wollen, dass die zu uns kommen, sich es anschauen, damit es nie wieder passiert. Da hat auch die CSU im Stadtrat in Dachau dazugelernt und behandelt das Konzentrationslager zumindest nicht mehr so stiefmütterlich wie noch vor 10 Jahren. Das passiert leider nur ganz langsam, es ist ein zäher Kampf. Wir werden ihn weiterführen, wie ich angekündigt habe, und wie gesagt, vielleicht kommt man da auch einmal zu dem Punkt, dass man mit dem Buch vorankommt, mit den Stolpersteinen vorankommt, wie gesagt, wir werden daran bleiben und hoffen darauf, dass es noch ein gutes Ende wird. Ich möchte zu den Stolpersteinen kurz was sagen. Wissen Sie, eine Gedenktafel, da habe ich auch irgendwo gelesen, dass von der jüdischen Gemeinde in München, jetzt so als Alternativvorschlag, man kann eine Gedenktafel oder so. Ich denke gerade, wenn Leute auf die Straße gehen, da gucken sie wirklich mal jetzt auf den Weg auch, dass die, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, auf der Straße irgendwo unangenehm hineinzutreten, zum Beispiel, die Städte sind nicht immer unbedingt rein, also jeder guckt nach vorne. Wer guckt schon, wer geht und guckt unbedingt jetzt so auf die Häuser und Mauern. Ich muss sagen, jetzt wenn diese Stolpersteine, was ich da fotografiert habe, ja, die hätte ich nicht, wenn das auf eine Hausmauer, als eine kleine Tafel würde ich jetzt nicht entdeckt. Und nachdem ich den ersten entdeckt habe, habe ich an diesem Nachmittag in Köln sage und schreibe 16, ich war verblüfft, ich bin plötzlich durch Straßen gegangen, so viele Steine entdeckt. Ich meine, deshalb unterstütze ich Sie, wenn Sie eine Diskussion dort machen, laden Sie mich ein, ich komme. Ich denke, das muss man tun. Und da steht uns auch hier, ich bin mir sicher, die Seele von Herrn Schröter bei. Weil uns glaubt man nämlich auch auf das Leben nach dem Tode und sogar auch auf eine mögliche Wiedergeburt oder solche Dinge gibt es im Judentum und in der Kabbala auch.
vielleicht wird der Herr Schröter die Herzen der CSU ein bisschen erwärmen. Das ist schön. Ich betrachte das jetzt als das Schlusswort und sage herzlich Dank für die Vorstellung des Buches. Ich möchte es nochmal erwähnen, von Kurt Schröder, Tage, die so quälend sind. Und vielen Dank auch an Schröder.